Thank you.
Hallo, schön, dass du immer noch dabei bist. Fangen wir mit der Heilsession an. Atme tief ein und wieder aus. Nochmals tief einatmen und ausatmen. Denke an ein Thema, das du jetzt anschauen möchtest und das du jetzt heilen möchtest. Denke daran, Heilung ist immer ein Prozess und geschieht in den wenigsten Fällen sofort. Die Heilung kann vielfältig ausfallen. Das hängt auch von deiner Energie ab. Bist du bereit, das Thema, das du dir ausgesucht hast, jetzt zu heilen? Dann sage jetzt ja. Und die Energie fließt jetzt. Entspanne dich und ich lasse dich einen Moment alleine. Wow, das war wirklich sehr intensiv. Hast du die Wärme in deinem Herzen gespürt? Du hast viele Unterstützer, sind viele aus den Reihen deiner Verwandtschaft gekommen, die hinter dir gestanden sind. Und natürlich habe ich die Unterstützung vieler Erzengel und von Feen und meinen geistigen Helfern mit hineingebracht. Ja, das war so schön und kraftvoll. Ja, dann genieße noch ein bisschen diesen Augenblick und lasse es fließen. Denk daran, dass du viel Wasser trinkst nach dieser Aufnahme und überhaupt nach jeder energetischen Arbeit solltest du immer viel Wasser trinken. Ich empfehle dir, dieses Video ein- bis zweimal am Tag anzuschauen,
während mindestens 30 Tagen, besser wäre natürlich 90 Tagen. Und wenn du noch Zeit und Lust hast, dann empfehle ich dir, deine Erlebnisse, deine Gefühle, Träume, alles, was dich beschäftigt, in ein Tagebuch zu schreiben. Das hilft dir auch, viele Dinge zu bewältigen, vielleicht auch zu verstehen. Wenn du noch Fragen hast, wenn der Schuh drückt, dann schreib mir doch in die Comment-Sektion auch ein positives Feedback. Ist natürlich immer willkommen. Und wenn es persönlicher sein soll, schreib mir eine E-Mail, wenn du meine Dienste in Anspruch nehmen möchtest. Ich biete Heilsession für dich persönlich an und auch intuitives Coaching. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und bleib doch bei mir dabei und abonniere meinen Kanal. Das wäre schön. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und wünsche dir ganz, ganz viel Liebe und viel positive Energie. Tschüss!